Welcome back to another German Food Review and it's snack time. American fries. Yeah, again American fries. Don't know what's up here. That's typical American. This is a typical American. The flavor is barbecue curry. Barbecue is American. Mixed with curry. Don't know. Yeah, it's spicy and tasty. It should be spicy and tasty and it's made in Germany. Without flavor enhancer. Mm-hmm. Price 1 euro for... What is it? 100? Or 125? Anyway, over 100 grams. Okay, calories. 550 calories. 33% fat. Mm-hmm. And a little bit of sugar. And a... Oh, nice! 3 grams of salt. Okay, yeah, and it's German. Ah, okay, it's a corn. Terrible to read. Corn and potato snack with curry and barbecue flavor. Corn semolina, 36%. Mm-hmm. Smoke flavor. May contain traces of peanuts. Okay, produced in Germany. In German, it's a Mais und Kartoffelsnack. Okay, let's open it. Socks since 1980. Okay. Sniff test. Oh, that smells intense. Oh, my eyes are watering. again, here we go. Okay, yeah, it's still intense, but the first hit that was a little more intense. Okay, oh, and it's greasy already here. The bag. Anyway, let's taste it. It looks like real fries. Yeah, a little bit like real fries. A little bit too long in the deep fried. Here we go. Mm-hmm. Yeah, it feels like a snack, but it's okay. More. One's not enough. Here we go. Yeah, tastes definitely like curry. Yeah, not bad. Barbecue. It's more curry than barbecue. No. And it's not that salty. I mean, I can't feel salt. But the 3 grams is heavy on the salt side. Mmm. But it's a good snack. And feels super greasy. Yeah. And it doesn't taste like the McDonald's American fries, so this is made up, isn't it? Anyway, it tastes good. Yeah, thumbs up. Murphy. Mmm, I like curry. Thanks for watching. I'll continue in German. So, oh, das ist ganz schön würzig hier. Es gibt American fries. Was auch immer American Fries sein sollen. Eins kann ich schon mal sagen, die schmecken nicht so wie die McDonald's American Fries. Okay, und das hier ist hergestellt in Deutschland ohne Geschmacksverstärker. Das ist sehr interessant, dass es ohne Geschmacksverstärker ist. Komme ich gleich zu. Geschmack ist Barbecue Curry Style. Ja, von Zox Snack. Snack und Gebäck seit 1908. Und es ist typisch amerikanisch. Ist Curry typisch amerikanisch? Barbecue? Ja, Curry? Weiß ich nicht. Okay. Und es ist würzig und lecker. Und es ist wirklich würzig. Ja. Dann ist hier noch 536 Kalorien. Ja, passt. 33% Fett, das fühlt sich fettiger an. Okay.
und ein bisschen Eiweiß als Nutzer. Aber da guckt euch das mal hier an. 3 Gramm Salz, nice, oder? Ja, ohne Geschmacksverstärker mehr Salz. Und das ist hier drin. Oder das ist der Mais-Kartoffelsnack. Das ist interessant, man schmeckt gar keinen Mais. Okay. 96% Maisgrieß. Haben sie gut wegbekommen, den Maisgeschmack. Und Kartoffelflocken. Oh, das ist wohl schwer zu lesen hier. 24%, okay. Und Curry, 0,6%. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Hefeextrakt. Alles klar, aber ist okay. So sieht's aus. Und das erste, was auffällt, wenn man das aufmacht, da kommt eine richtige Gewürzwolke entgegen. Die hat mich erstmal umgehauen. Aber dann geht es. Es riecht sehr würzig, aber. Ja, aber gut. Aber nur, wenn man Curry mag. Ansonsten, ja, es riecht sehr stark nach Curry. Alles klar. Und so sehen die aus. Sehen noch ein bisschen aus wie Pommes, die zu lange in der Fritteuse waren. Aber fühlt sich natürlich nicht so an. Hier, Vigo. Aber schön, schön weich, trotzdem knusprig. Und das tut aber den Mund nicht weh. Und es schmeckt nach Curry. Es schmeckt mehr nach Curry als nach Barbecue. Here we go. Und ich mag Curry-Geschmack sehr. Deshalb gefällt mir das hier auch richtig gut. Und es ist richtig intensiv. Also jetzt nicht super salzig, aber das merkt man bestimmt danach, dass es richtig salzig war. Aber es schmeckt jetzt nicht so, als ob ihr einen Löffel Salz esst. Aber es passt hier schon. Das ist wirklich ein sehr würziger Snack. Here we go. Ja, und den Maisgeschmack haben sie wirklich gut wegbekommen. Da kennt ihr bestimmt den typischen Mais-Snack-Geschmack. Den gibt es hier nicht. Here we go. Na gut. Ist das 100 oder 125? Oder 185? Keine Ahnung. Da habe ich für 1 Euro im, wie heißt das Ding, Woolworths gekauft. Ja. Ist okay. Wenn ich das woanders noch mal sehen würde und sowas kaufen müsste, würde ich das hier nehmen. Schmeckt richtig, richtig intensiv. Ja. Also sehr gut gewürzt, Tibico. Aber hier guckt euch mal an, wie fettig der ist. Und hier überall klebt das Currypulver. Ja, es färbt alles gelb. Alles klar. Gebt trotzdem einen Daumen nach oben, denn es schmeckt sehr lecker nach Curry. Wenn ihr Curry nicht mögt, macht darum einen großen Bogen. Und Barbecue, weiß ich nicht genau. Nur ganz leicht, wenn überhaupt. Ja. Und was soll das hier, American Fries? Ist das, was ausgedacht ist? Einfach nur, damit es besser klingt. Wie auch immer, Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.